Nimm das, nimm das. Nicht eine Kamera kauen, Schätzelein. Ihr seid richtig freche Hunde. Ihr seid richtig freche Hunde. Hallo ihr Lieben. Es hat sich hier schon einiges getan. Die Welpen sind jetzt 5 Wochen alt. Sie haben inzwischen das gesamte Welpenzimmer zur Verfügung und sie haben auch schon den ersten Gartenausflug hinter sich gebracht. Nicht nur den ersten, inzwischen also auch schon den fünften und sechsten oder so, aber die Bilder von dem allerersten Gartenausflug, die zeige ich euch jetzt. Das ist immer ganz spannend zu sehen, wer fröhlich forsch nach vorne geht und wer erstmal so ein bisschen zurückhaltend bleibt. Ja, so sah das aus und im Moment ist es so, dass ich sie also immer, ich weiß nicht warum, aber morgens regnet es irgendwie eher seltener als nachmittags. morgens nach dem Frühstück sammle ich sie alle ein und bringe sie raus, sodass sie dann auch tatsächlich ihr Geschäft schon auf draußen verrichten. Und ja, ich hoffe jetzt einfach langsam mal auf besseres Wetter, damit die nicht weggespült werden hier. Ja, und dann kann ich euch teilweise auch schon mal die Namen der Welpen nennen, zumindest die Rufnamen. Macht mal nicht so einen Terror da hinten. Also, das hier ist Holly. Holly hat schon als längste ihren Namen. Sie ist Weizenfarben, also das heißt so wie Jessie. Und damit war relativ schnell klar, wer sie bekommt und dann auch eben, wie sie heißen wird. Ne? Das hier ist Milka. Man erkennt sie mal ganz gut an dem lila Halsband. Ja, Milka kriegt am Wochenende wieder Besuch von ihrer Familie. Ne? Guck doch mal in die Kamera, du schüchternes Ding. Schüchtern ist sie übrigens überhaupt nicht. Also sie ist so der, ja, der mutigste Hund im Moment. Ne? So, bei Holly und auch bei Milka seht ihr schon, dass die Öhrchen schon stehen. Also fast gänzlich. Das ist schon sehr früh mit 5 Wochen, das muss man schon sagen. Aber bedeutet, dass sie sehr kleine Ohren haben, die schnell stehen können. Gefällt mir natürlich ganz gut. Ne? Hier haben wir das Mädchen mit dem grünen Halsband. Das ist die kleine Mace. Und Mace kriegt Anfang der Woche wieder Besuch von ihren Besitzern. Sie bleibt auch hier in der Nähe, das heißt, die werde ich auch häufiger sehen. Alle, die hier in der Nähe bleiben müssen, da müssen die Besitzer den Hundeführerschein machen. Und ja, das ist eine Sache, da stehe ich dann natürlich auch beratend zur Verfügung, ne, wo man den machen kann und mit was für einer App oder mit welchem Buch man das üben kann. Aber 2 von den Besitzern haben den schon gemacht und auch gleich bestanden. Die 3. Mace-Frauchen hat am Montag Prüfung. Das schafft die schon, ne? Das hier ist unser Clowny. Der hat noch keinen Namen. Frauchen kann sich nicht entscheiden. Weil er einfach so witzig ist und immer präsent irgendwie. Und ja,
durch die Gegend rennt und die Beine hochschmeißt. Und immer irgendwas macht so, man hat den Eindruck, als würde er sagen, so guck mal, was ich kann oder auch nicht kann. Und alle lachen und er findet es witzig. Naja, deswegen heißt er bei uns Clowny. Der Junge mit dem blauen Halsband. Der wird nach Bremen ziehen, denn Bremen ist schon ein Halbbruder von ihm. Aus Mabys erstem Wurf. Mal gucken, ich werde mal fragen, ob da der Kontakt hergestellt werden soll. Wäre ja schön, wenn man sich vielleicht mal sieht. So, das hier ist Mr. Schuhregal. Das ist der Junge, der Erstgeborene, der in dem Schuhregal aus Maybe rausgefallen ist. Er heißt nicht in echt Mr. Schuhregal, sondern Helios. Helios bedeutet der Sonnengott. Und da passt das sonnengelbe Halsband natürlich ganz perfekt. Ja, er ist ein ganz süßer, ein ganz netter Hund. Er kann sich auch zur Wehr setzen, wenn er mal wieder von einer garstigen Schwester angegriffen wird. Aber er ist nicht der Hund, der Streit sucht oder so. Na, du bist ein süßer Bengel. Jetzt guck noch mal in die Kamera. Helios. So, hier haben wir Heidi. Heidi. Heidi bleibt ganz in der Nähe. Na? Wird Frauchen ganz glücklich machen, ein sehr junges Frauchen, die sich schon ganz doll freut auf Heidi. Und ich glaube, das wird meine Hakuna Matata. Ne? Das heißt, keine Sorgen. Besseren Namen kann man doch wohl nicht haben als Hund. Oder? Heidi ist auch ein wirklich, wirklich nettes Mädchen. Und ja, aus dem Wurf hier würde ich sagen, wirklich der beste Anfängerhund. Von daher passt das echt ganz gut. Und das ist eine schöne Verbindung. Ich gehe davon aus, dass das alles gut laufen wird bei euch, ne? Ja. Es kann sich natürlich alles noch ändern. Wie gesagt, noch sind sie erst 5 Wochen alt, aber eine gewisse Tendenz ist halt schon zu erkennen, ne? So, während ich da gestanden habe, haben sie es geschafft, meine Schuhe aufzumachen. Das muss ich jetzt nochmal wieder ändern. Nicht, dass ich stolper und auf einen drauf falle. So, also wie gesagt, das Hundezimmer steht ihnen schon gänzlich zur Verfügung. Hier haben wir gerade mal eine Szene, wo sie einfach auch mal was lernen müssen. Maybe hat hier so einen Kuhhuf. Und sagt den Welpen immer sehr deutlich, dass das ihrer ist und sie Abstand halten sollen. Ja, man hört das gerade. Und das sollten sie doch einhalten. Ne? Also Maybe ist natürlich noch wesentlich ja, zurückhaltender und gnädiger, als es jetzt Pepe oder Lotta oder so wären. Aber ran dürfen sie nicht. So, die Schaukel ist auch aufgebaut. Das ist eine Sache, die bisher jeder Wurf total toll fand. Heidi rennt schon mit Anlauf drauf. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!